Hallo, willkommen zur Petrie Morning Show. Mittwoch, der 18. März. Hier sind meine Gäste Alison Zhou, Stanley Chen aus Shenzhen, China. Sind auch meine Chefs beim China Soft Power Program. Und das ist eine wunderbare Firma, die sie da besitzen. Und es ist sehr, sehr erfolgreich. Das macht Spaß und ist erfolgreich. Das, was ich liebe an Firmen. Und heute kommt eine Frage aus Rumänien. Vielen Dank für diese wunderbare Lehren. Ich bin aus Rumänien und heiße Florin. Also, eine der fünf Ziele ist ja, Sauerstoffgeld zu haben. Und Sauerstoffgeld heißt ja passives Income. Also, das sozusagen größer ist als die monatlichen Ausgaben. Und was ist jetzt der Same für passives Income? Vielen Dank für eure Antwort. Ja, vielen Dank. Florin ist ein echt cooler Typ. Und er hat eine sehr gute Firma in Rumänien. Und Stanley hat ja gerade so ein Wort benutzt auf Chinesisch. Für passives Einkommen in Chinesisch, das heißt Seho Solu. Und das nennt sich eben schlafendes Einkommen. Wenn man also irgendwelche Besitztümer hat oder ein Haus zu vermieten, dann kann man während des Schlafens Geld machen. Dann kann man sozusagen das stündlich abrechnen, wie viel man nachts verdient. Und das ist dann, ja, man verdient eben während des Schlafens Geld. Und das meint Florin. Und die Idee kann man sich gut vorstellen, obwohl uns das selber nicht viel passiert. Aber wenn man in Ferien ist oder am Wochenende sich ausruht und nicht im Büro ist, dann kommt trotzdem das Geld rein. Und Florin hat ja das Sauerstoffgeld angesprochen. Es ist also nicht so, eben so, dass man sich nie sorgen muss, dass zum Beispiel hier in diesem Café, unverendeten Café, nicht genügend Sauerstoff ist. Und wie könnte jetzt jemand es erreichen, dass er, selbst wenn er nicht arbeitet, Geld verdient? Wie kommt man da hin? Was ist da der Samen? Wir wissen, dass man Geld bekommt, indem man anderen gegenüber großzügig ist. Und dann pflanzt man die Samen für Geld. Aber vorher haben wir ja über eine sehr, sehr interessante Idee gesprochen, nämlich über Zinsen. Und was wir nämlich hier machen in DCI, wir lehren die Leute diese Ideen, dass man die Samen benutzen muss, um Geld zu verdienen. Und dann wissen andere Leute, wie sie das machen sollen mit Samen. Und jedes Mal, wenn sie dann Samen pflanzen, um Geld zu bekommen, dann bekommen wir so eine Art Zinsen. So automatisch bekommen wir dann eben das Einkommen. Wir haben vor der Show kurz drüber gesprochen. Es gibt nämlich eine Idee in dem alten System, im Abhidharma. Und Stanley, der arbeitet an der Übersetzung. Ich habe ihm das gegeben, weil er jung ist. Und denn er wird in 2046 fertig, wenn wir das einhalten können. Und ich freue mich schon drauf. Also, es gibt so eine alte Idee dort. Und das ist sehr süß. Sag mal, wenn man zum Beispiel eine öffentliche Bücherei bauen würde, und die kann jeder benutzen, oder es kann sogar auch eine Online-Bibliothek sein, wie ACIP. Oder wenn man das Gebäude dann baut und die Leute dann die Bücher benutzen können, und selbst wenn du zu Hause bist oder selbst wenn du von diesem Staat wegziehst und einen anderen Staat, andere Provinz ziehst, und wenn du was anderes machst, einen ganz anderen Beruf machst, dann sagen sie aber im Abhidharma, dass jedes Mal, wenn jemand diese Bücherei benutzt und jemand ein Buch dort öffnet, oder zum Beispiel in einer Online-Bibliothek wie die ACIP-Datenbank,
selbst wenn du dich nicht mehr dafür interessierst und etwas anderes machst, aber die Datenbank noch da ist und die Leute das benutzen, dann machst du weiter Zinsen daran. Du verdienst weiter Zinsen daran. Jedes Mal, wenn das jemand benutzt. Und in diesem alten Buch ist natürlich auch noch eine andere Frage. Wie ist es, wenn du stirbst? Kriegst du dann auch immer noch Zinsen? Und das ist die Idee, die Allison jetzt gerade angesprochen hat. Wenn du nämlich das Samensystem mit anderen teilst und die lehren das und dann deren Schüler lehren das wieder und dann deren Schüler lehren das wieder. Und weil du das gestartet hast, kriegst du jedes Mal dann Zinsen und Zinseszinsen. Ich mag diese Idee. Und also zum Beispiel bedeutet das auch jeden weiteren sozusagen View auf diesem Video, da kriegen wir Zinsen, ja? In den letzten Jahren unseres Geschäfts haben wir aber Leute gesehen, die sind sehr erfolgreich und sehr reich und manche sind sehr nett, aber manche sind eigentlich auch gemein. Und ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen sozusagen sehr nett sein und mehr Geld machen. Ich möchte nämlich zum Beispiel eine nette Person sein, aber reich. Das ist Mushi Musum. Kannst du nett sein und mehr Geld machen oder kannst du nett sein und weniger Geld machen? Manche sind nett, die machen Geld, manche sind nett, die machen nicht viel Geld. Das ist Mushi. Und dann sind es die, die nicht nett sind und Geld machen und dann die nicht nett sind und die Geld verlieren. Und in den Klassikern sagt man, je netter du zu anderen Leuten bist und je netter du andere Leute behandelst, desto mehr Samen machst du ja. Und das macht die Samen, Geld zu machen, kraftvoller. Und da gibt es eine sehr, sehr interessante Frage noch. Jemand könnte sagen, wenn du das Geld machst, indem du die 4 Schritte benutzt, dann wirst du automatisch eine nette Person. Denn Nummer 3 ist ja so, dass Schritt 3 ist, dass du ja mal jemandem helfen musst. Also deswegen gezwungenermaßen aus dieser Sicht, jeder, der mit den 4 Schritten Geld macht, sollte ja eine nettere Person werden. Aber Tsongkhapa stellt ja die Möglichkeit vor, wenn jemand die 4 Schritte benutzt und anderen hilft, nur damit sie selber Geld bekommen und sich eigentlich um die anderen Personen gar nicht kümmern, einfach das nur machen, weil sie ja brauchen, um den Samen zu pflanzen und die andere Person aber gar nicht mögen und sich eigentlich gar nicht um sie scheren. Und dann kommt die Frage, das ist im Übrigen eine sehr berühmte Frage, machen die dann trotzdem Geld? Ja, also wenn ich das richtig erinnere, Samen sind so wie die Schwerkraft. Das funktioniert, ob du dran glaubst oder nicht. Was immer du mit anderen Leuten machst, das kriegst du zurück. In einer größeren Ausprägung. Und jetzt hier bei dieser Frage, was Tsongkhapa gesagt hat, selbst wenn du eine egoistische Person bist, die nur über ihr eigenes Einkommen nachkommt und wenn du aber den 3. Schritt machst und anderen hilfst, Geld zu verdienen, dann kriegst du mehr Geld. Ja, ich glaube schon. Aber vielleicht, genau, du wirst aber nicht glücklich sein. Oder du triffst egoistische Geschäftsleute. Und dein Geschäftspartner ist ein Egoist und das ist ja auch Leiden.
Und du pflanzt eben Samen, dass du Leute um dich herum sehen musst, die egoistisch sind. Und selbst die egoistische Person, die die vier Schritte benutzt, das ist dann sozusagen ein längeres Resultat. Und dann werden sie mit der Zeit immer und immer mehr Vertrauen in das System bekommen. Und Vertrauen pflanzt den speziellen Samen, dass du irgendwann mal einen Lehrer triffst. Ja, also man wird eines Tages einen Lehrer treffen, der dich dann lehrt, eine nette Person zu sein. Und ich denke, vielleicht weiß auch die Zuhörerschaft etwas, also passives Einkommen, wo man sozusagen Zinseszins bekommt, wenn man anderen Leuten beibringt, wie man Samen für Geld pflanzt. Und manche von uns können sich dann vielleicht fragen, brauche ich dann aber nichts mehr zu geben? Soll ich nur noch lehren und gar nichts mehr geben? Und also ich lehre, aber Geld geben tue ich nicht. Manche Leute werden sich ja fragen, geht das? Ich weiß jetzt nicht genau die Antwort, aber wenn ich es machen würde, ich würde am besten beides machen. Ich gebe ihnen gerne physisch Geld und weil wenn man das macht, dann kriegt man wirklich ganz solide Samen für Reichtum und dann kann man Coffee Meditation machen. Und vor allem, wenn man eben jetzt dann hier irgendwo hängen geblieben ist, wo man nicht mehr verreisen kann, dann kann man sozusagen dann da Samen sehen. Aber was ich genauso gerne mache, ist zu lehren. Und das ist jetzt noch was anderes, was ich über Florins Frage sagen wollte. Die Art, Samen für passives Einkommen zu pflanzen, ist sozusagen andere Leute erfolgreich zu machen und wenn die dann Geld machen in einer anderen Zeitzone und du dann in deiner eigenen Zeitzone schläfst, dann, wenn du dann in Amerika schläfst, dann kriegst du Geld, also mit dem Schlafgeld. Wir sagen, also einerseits kann man Leute sozusagen etwas beibringen, etwas lehren. Das ist eine Art, die Leute zu lehren. Aber was noch kraftvoller ist, wenn ihr es macht, wenn ihr es selber anwendet und wenn ihr dann Geld verdient und die Freunde wissen, dass ihr letztes Jahr kein Geld hattet und auf einmal habt ihr Geld. Und dann natürlich werden sie euch fragen, wie hast du das gemacht? Und deswegen denke ich, für Florin, also gib mir jetzt mal ein paar ganz konkrete Schritte, die ich machen kann. Dieses offensichtliche Schritt ist, Schlafgeld zu machen, indem man es mit anderen teilt, dieses System. Und sozusagen ihnen das lehrt und ihnen beizubringen, wie sie das können. Aber das Wunderbare an diesem Vier-Schritte-System ist, und ich glaube, Florian, der lehrt das auch sehr viel. Ich glaube, der hilft anderen Geschäftsleuten. Der beste Art, anderen zu helfen, ist, selber ein gutes Beispiel zu sein, ein lebendes Beispiel, so wie auch Eltern. Die beste Art, Kinder zu lehren, ist, sich so zu verhalten, wie du möchtest, dass sie sich selber verhalten. Und in diesem System heißt das, ja, du musst also in diesem System gesund und glücklich sein und dann müsst ihr Geld verdienen, indem ihr schlaft. Und deswegen, ihr müsst sozusagen mitfühlend sein, und um Geld zu verdienen. Und das ist so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was wir vorher gehört haben, nämlich wenn man erstmal selber erfolgreich sein will, dann ist das ja so ein bisschen egoistisch. Und jetzt klingt es so, als sei das sozusagen am wenigsten egoistische, wenn man selber
erfolgreich wird und reich wird und dann automatisch passives Einkommen bekommt. Also passives Einkommen zu machen, das ist so eine Art von Liebe. Und das ist so eine Art Liebe, wenn du mehr Einkommen hast, dann machst du davon noch mehr Einkommen. Das ist so ein bisschen wie die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Es ist in den vier Schritten vielleicht ähnlich. Die es benutzen, die werden eben reicher. Eines in meiner Erfahrung ist, wenn du den Samen säst, dann ist es so eine richtig gute Idee, gar nicht zu raten, was da passieren könnte. Denn ich wollte Florin sagen, eine der Arten, wie man Sauerstoffgeld bekommt, da muss man nicht unbedingt sehr viel arbeiten, weil wenn man den Samen gesät hat, es kann auf so viele Arten kommen. Und häufig kommt es besser, als du es dir vorgestellt hast. Also mach dir keine Sorgen, wie genau das passive Einkommen zu dir kommt. Und dann vielleicht kriegst du sozusagen ein Gehalt und das ist dann wie ein passives Einkommen. Oder du kriegst brillante Ideen und das macht dir dann sozusagen finanziellen Erfolg. Und dann habt ihr eben Sauerstoffgeld. Aber Sauerstoffgeld muss nicht passives Einkommen sein. Weil ich zum Beispiel arbeite gerne. Vielleicht sagen wir am besten automatisch. Automatisches Einkommen. Eine extreme Art, das zu sagen, ist, du kannst schlafen oder du kannst arbeiten gehen, aber das Einkommen kommt. Ich habe noch was Lustiges von einer chinesischen Freundin gehört. Also ein Geldschein hat ja vier Ecken. Und da kann man sagen, diese vier Ecken sind vier Beine. Und wir haben nur zwei Beine. Und wenn man den Geldsamen sät, dann jagt uns das Geld. Das Geld mit vier Beinen jagt uns mit den zwei Beinen. Also eine 100-Dollar-Note hat vier Ecken und das sind die vier Beine. Lasst es euch ruhig euch jagen. Wo immer man hingeht, dann wird es uns jagen. Und ich mag wirklich, was Stanley gesagt hat, wenn du den Samen säst, dann kannst du es gar nicht vorhersagen, wie das Geld zu dir kommt. Du kannst aber sicher sein, dass es kommt. Du weißt nicht wie, aber das sind ein paar sozusagen Brötchen und die haben verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Und ich mag das Samensystem, weil wie das Geld zu dir kommt, das hat viele Geschmacksrichtungen, ganz unerwartet. Von außen kann man es gar nicht sehen. Und innen sind Beeren. Einfach pflanzen. Pflanzt die Samen und dann kommt das Sauerstoffgeld. Und wenn ihr anderen Leuten helft, und das weiß ich, dass Florian das macht, dann macht ihr nämlich Zinsen auf die Zinsen. Und morgen kommen John Brady und Connie O'Brien und die sind sehr erfahrene DCI-Lehrer. Okay. Ich halte das Mikrofon. Ich bin Ralf aus Deutschland. Erstmal möchte ich euch danken, dass ich eine Frage stellen darf. Es ist eine große Ehre. Und hier ist die Frage. Ich arbeite seit so vielen Jahren, 7 Tage die Woche, und ich komme einfach nicht hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da eine große Kraft ist, die mich runterhält. Und ich bin die ganze Zeit, laufe ich an der Stelle. Und ich mache die 4 Schritte, ich helfe gerne den Leuten. Aber was ist jetzt der Fehler? Was mache ich falsch? Wie kann ich Erfolg bekommen? Vielen Dank. Oh, tolle Frage. Und wir werden morgen die Frage beantworten. Tschüss.